Was für ein Durchmarsch! Wir sind also auf dem Weg, den dritten von vier Titanen zu entfesseln, den dritten Endboss zu Fall zu bringen und nach dem Sumpf und den Bergen nun auch den Ozean von seinem Fluch zu befreien. Und das Horror-Kid beobachtet uns von seinem Uhrenturm aus, wissend, dass uns die Zeit stetig davonläuft. Wir haben uns in wilden Wasserläufen behauptet und gegen den zähen Augenboss sowie unseren alten Bekannten, den Gecko, durchgesetzt. Und nun stehen wir als Zora gewappnet vor der großen Boss-Tür. Und was soll ich sagen? Dieser Boss war eine harte Zerreißprobe. Um meine Nerven und eure Zeit zu schonen, habe ich nicht alle Versuche in diesem Video gelassen. Was genau passiert ist und ob wir diesen Tempel lebend verlassen, das seht ihr jetzt. Große Boss-Tür. Und wir gehen rein. Ich fürchte, das wird ein Unterwasserkampf. Rein ins Vergnügen. Oh mein Gott. Ein Kratzer. Wir werden beobachtet. Oh. Versklavter Wächter der Meere, Gyor. Oh. Kommst du ihm jetzt zu nah, wird er dich verschlingen. Ziele aus der Ferne auf ihn, um ihn zu schwächen. Oh. Angriff. Hä? Ist er gelähmt? Er ist gelähmt. Okay. Wir müssen ihn lähmen. Und dann irgendwie anders angreifen. Damit? Oder Eis? Eis? Ich nehme mal Eis. Oh Mist. Aber getroffen. Raus. Angreifer. Okay. Er kann rausspringen. Hey, warte. Eispfeil! Oh. Dies hat keinen Effekt. Ja. Okay. Alles ganz entspannt. Oh, getroffen! Ich muss das Zoran da runter. Das Zoran angreifen. Zugriff. Oh Mist! Oh nein, was ist das denn? Ich werde hier zerkaut wie ein alter Kaugummi. Okay. So vielleicht. Hopp! Angriff! Jawoll! Das macht sogar Schaden! Was machst denn du? Wo bist denn du hin? Da ist nix. Geh mal von der Säule weg! Zugriff, Angriff.
Jawohl, 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 jawohl. Spüre den Zorn eines Zoras. Genau, auf die Flossen, Junge. Was ist das denn? Angriff. Jetzt hab ich getroffen. Lass mich los. Ich bin dir überlegen. Oh. Oh nein, diese Steuerung. Ich muss hier hoch. Ja, nein. Ja, vielleicht. Schade. Der besiegt mich jetzt. Es blinkt. Es piepst. Raus hier. Pfeile. Wo ist er? Wo ist er? Da. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ein halbes Herz. Stirbst du bitte? Für mich? Tu mir den Gefallen und stirb. Oh nein, ich kann jetzt nicht da runter, oder? Ich muss. Was soll ich machen? Was ist mit diesen blöden Tentfischen? Sind die weg? Oh. Mist, das war's. Und go. Pock. Perfekte Landung. Wir werden beobachtet. Was klagt der Wächter der Meere? Gyor. Oh je, dicker Fisch. Das ist ein dicker Brummer. Kommst du ihm jetzt zu nah, wird er dich verschlingen. Ziele aus der Ferne auf ihn, um ihn zu schwächen. Wird gemacht. Wow, war das getroffen? Das klang gut. Gutes Geräusch. Oh, ich komme nicht so weit. Au. Der will mich reinziehen. Der Schlingel. Nee, 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 nee. So nicht. Knapp, 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 knapp. Okay, wir warten, bis er näher kommt. Komm. Ich spring raus. Okay. Oh nein. Okay, wenn ich selbst ziele, schieße ich nach vorne. Ja! Komm mal. Bleib, wo du bist. Oh. Oh oh. Ich bekomme Schaden, wenn ich ihn schlage. Super. Und was? Hat mich verschlungen. Na komm. Oh. Sagte er. Und er kam. Vielleicht kann ich den mit dem Bogen abschießen. Ja, nein. Okay, ich muss hier raus. Raus, 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 schnell, schnell, schnell.
Bogen zur Hand. Wo ist er? Da, Blasen. Ist er. Treffer. Stirb. Stirb, stirb. Ne? Willst du sterben? Oder nicht? Ich glaube nicht. Komm, greif an. Okay, wir kommen wieder runter. Hopp. Was mache ich hier? Ist das clever? Wir haben wieder Schaden eingesteckt. Was sind das eigentlich für bunte Flächen hier unten? Gelb, rot, grün. Das sind doch die Rohre, die wir hier umgeleitet haben. Also die Farben davon. Hui! Oh mein Gott. Die hat nur ins Maul gesponnen. Bären, geht das? Nee. Oh Gott, wir sind schon wieder tot fast. Erst dieser Miniboss und jetzt dieser. Ins Gesicht. Das Dumme ist, wenn wir einmal hier drin sind, kommen wir schwer wieder raus. Ohne erwischt zu werden von dem. Oh, wieder getroffen. Einfach nur durchs Rankommen. Mist. Hoppala. Haben wir noch irgendwo ein paar Herzen oder so? Wo ist er da? Oh mein Gott. Okay, wir können nach oben schwimmen. Und an der Oberfläche kommen wir dann leichter wieder an den Rand. Oh. Okay. Und let's go. Punktlandung. Wo ist er? Kommst du ihm jetzt zu nah, wird er dich verschlingen. Ziele aus der Ferne auf ihn, um ihn zu schwächen. Okimoki, Zugriff. Ah. Komme, ich bin auf dem Weg. Link, bitte, schneller. Er stellt sich nicht hin. Schuss. Der Pen mit dem Verschling hat mir gar nicht gefallen. Aus. Au! Oh, bitte lass mich. Oh, perfekt. Das war ein guter Sprung. Sehr schön. Angriff. Vom Boden der Tatsachen. Und Schuss. Ja. Markierung weg. Und raus. Und so machen wir das jetzt die ganze Zeit. Wenn wir hier rauskommen. Ah! Oh Gott. Oh, zwei Herzen. Ich bin zwei Herzen verloren. Durchkauen. Schon wieder. Mehr Herzen? Pfeile. Richtig. Wo bist du? Hier, Fischi, Fischi, Fisch. Genau unter uns. Alter, ist ja keinen Schaden gemacht. Na komm, nochmal. Au. Hab ihn getroffen. Ah, ich trau mich da nicht runter. Jetzt nicht. Ich glaube, wir haben zu lange gewartet.
Getroffen. Auf dem Weg. Und Schuss. Oh, Markierung geht immer weg. Danke. Anlauf und raus. 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 Oh, oh. Bin ich da? Bin ich da? Oh. Alter, das kostet 2 Herzen, wenn er mich hier packt. Ungeil. Komm. Da will er mir in die Arme fliegen. Kleine Schlingel. Gott, die Markierung ist weg. Au. Ja, kann mich reinschubsen. Wie Sau. Jawohl, jawohl. Nee, schade. Hörst du das? Das ist deine letzte Stunde, die geschlagen hat. Angriff. Deine letzte Stunde. Oh je, wie lange dauert das noch? Ich hab noch Termine im vierten Gebiet. Ab. Aha. Zugriff. Zu weit weg. Alles klar, so greifst du also an. Springst einfach raus und... Oh. Ups. Egal. Sag mal so. Zweite Phase. Muss weg. Oh Gott, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Oh mein Gott, das ist die Lösung. Oh, das ist die Lösung. Jetzt reden wir, Kollege. Die Lösung. Herz. Herz. Herz, Herz. Wieder 2 Herzen verloren. Raus hier. Raus. Okay, wir bekommen nur Pfeile. Egal. Wo ist er denn? Da. Das Schild ist super. Der Elektroschild. Nie benutzt, aber jetzt weiß ich, worum es, wofür es ist. Angriff. Das tut weh, hä? Du bist Fee. Hopp! Hussa! Geschmeidig. Genauso wie du sterben wirst. Schön geschmeidig. Das Fischfilet. So. Für Captain Igloo. Als Fischstäbchen. Spitzer Winkel und raus. Shit. Fail, fail. Rückzug. Na? Wo ist er? Da. Du bist zu nah. Ich kann dich so leicht angreifen. Angriff. Stirb doch bald mal, ey. Und Schuss! Oh, er fliegt! Ein fliegender Fisch! Oh oh. Au.
Uncool. Raus. Du kannst zappeln und dich wehren. Aber am Ende bist du tot. Er macht's wieder. Er macht's wieder. Aber jetzt bist du zu nah. Du hast deine Deckung aufgegeben, du Idiot! Ich komme. Ich komme zu dir. Ich komme dich holen. Oh, er schafft. Ab auf den Grill, Junge. Ab auf den Grill! Oh mein Gott. Plups. Ein Herzcontainer. Dein Energieleiste erhöht sich um ein Herz. Außerdem wird deine gesamte Energie wiederhergestellt. Ja, Pfeile. Genau. Das sind nur Pfeile. Die Maske dieses ekelhaften Fischs. Georgs Vermächtnis ist auf dich übergegangen. Der reine Geist, den diese Maske im Körper Georgs gefangen hielt, ist nun wieder frei. Dir gebührt der Dank für seine Rettung. Wie kann so ein hässliches Vieh mal nett gewesen sein? Boah. Die setze ich nicht auf. Der dritte Titan wurde befreit. Hey, hör doch! Wir brauchen deine Hilfe! Wenn du dich jetzt abwendest, wird dieser Welt etwas Schreckliches zustoßen. Ihr seid die Einzigen, die dieses Unheil abwenden können. Das war es, was Tail uns sagen wollte. Helft unserem Freund. Ich verstehe. Wir sollen auch dem Letzten helfen. Dann gebt uns ein Versprechen. Auch ihr werdet uns helfen. Nun kann ich mich wieder zur Ruhe begeben. Auch ich muss den ewigen Gesetzen gehorchen. Doch werde ich durch den Schleier des Schlafes hindurch die Welt beobachten. Das Böse, das dieses Land heimsucht, ist noch nicht verschwunden, Link. Aber erst nachdem Lulus Stimme noch einmal meine Seele liebkost hat, werde ich wieder gehen. Ich glaube, die Götter werden das gestatten. Hey ja, hey ja, hey ja. Du hast recht. Noch einmal wird ihre Stimme liebkosen. Was wir auch noch brauchen. Ist dies? Foto, Foto, Foto! Sie ist da. Wir haben es geschafft. Lulu, hey! Mikau! Du bist wieder hier. Das ist gut. Ich war sehr überrascht, als meine Stimme diese einsame Insel in eine Schildkröte verwandelt hat. Doch das Lied, das du für mich gespielt hast, auch meine Mutter hat es vor langer Zeit für mich gesungen.
Ich legte diese Eier, weil sie mich daran erinnern sollten. Dieses Lied stammt aus meiner Kindheit, daher hatte ich es schon vergessen. Ich habe dir Schreckliches angetan, Mikau. Aber jetzt wird alles wieder gut. Bald findet das Konzert statt. Lass uns mit den Proben beginnen. 1, 2, 3. So, hier, warte, halt mal still, so. Ich glaube, singen zu dürfen ist ein Geschenk der Götter. Der Bossa Nova der Kaskaden. Ihr altes Kindheitslied. Kann ich die Markierung irgendwie mal wegmachen? So. Jetzt sind wir endlich wieder alle zusammen. Ich kann unser Konzert kaum erwarten. Hey, Mikau. Der Song, den Evan geschrieben hat, klingt genauso wie der, den wir damals gespielt haben. Ich bin froh, dass ich diesen neuen Song noch vor dem Konzert fertiggestellt habe. Du warst großartig, Mikau. Das alles ohne Proben. Du bist wirklich ein musikalisches Genie. So, würde ich sagen, wir geben das Foto mal ab. Und gucken mal, ob das persönlich genug ist. Weil da will ja eine persönliche Seite von Lulu sehen oder so. Dip, 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 dip. Oh, die sitzen alle hier. Oh, keiner spielt die Gitarre besser als du. Oh, keiner spielt die Gitarre besser als du. Das war ziemlich gut, wenn das Konzert auch so großartig wird. Aber selbstverständlich wird es das. Wie konnte ich das nur in Frage stellen? Ja, wie konntest du nur? Mikau, der neue Song hört sich gut an. Ich mag ihn wirklich sehr. Ja, yeah, Mikau, Lulus Gesang ist doch umwerfend, oder? Ne? Der Song ist großartig, aber er weicht ein wenig von Evans typischem Stil ab. Dies werde ich in meiner Kritik berücksichtigen. Mikau, das ist uncool. Komm nicht so spät zur Probe. Aber die Vorstellung war ziemlich heiß. Mika. Mann, keiner spielt die Gitarre wie du. Wo ist denn der Typ mit dem... Foto? Foto, Foto? Hätte ich das abgeben müssen, bevor wir proben? Shoppity Shop. Ich glaube, jetzt müsste es wieder alles normal sein. Oder? Nee. Die sind noch alle da? Und die anderen sind da oben? Da. Na gut. So. Jetzt können wir endlich mal was holen. Was mich anfangs so geärgert hatte,
Wofür das Spiel aber nichts kann. Es ist die Übersetzung. Die deutsche Übersetzung hat nämlich gesagt, wiederhole oder spiel diesen Song nach. Und das klingt ja so wie, wiederhole einfach mal, was der gespielt hat. Aber so ist es nicht. Um mit Jabbas zu jammen, müssen wir eine eigene Melodie nachspielen. Kannst du Zora-Schrift lesen? Ist ja gut, nicht so zickig. Miko, mein Tagebuch. Heute haben Jabbas und ich zusammen gejammt. Er schreibt grässliche Texte, aber er ist ein hervorragender Musiker. Das habe ich gespielt. Heute hat Lulu Jabbas und mir zugehört. Ich glaube, es hat ihr gefallen. Sie ist so ein hübsches Mädchen. Auch heute habe ich wieder mit Jabbas gespielt. Eben war sauer, weil wir selber Songs geschrieben haben. Das habe ich gespielt. Eben hat mich heute Morgen zu sich gerufen. Es ging um Lulu. Er war sehr aufgeregt und ich habe mich gefragt, was wohl los wäre. PS, es sieht so aus, als wäre meine Glücksfarbe diese Woche grün. Ah. Ironisch. Sonst ist hier nichts. Ne? Sieht nichts aus. Na gut, ich schätze mal, das Foto müssen wir abgeben, wenn das Konzert noch nicht gelaufen ist. Was ich noch machen könnte, ist die Beleuchtung oben anschalten. Und mal gucken, ob dann irgendwas anders ist, aber ich glaub's eigentlich nicht. Wobei die ja alle was zu mir sagen, wenn ich Mikro bin. Vielleicht will der Typ ja das Foto noch, wenn ich als normaler Link hier rumlaufe. Könnte das sein? Vielleicht? Und wie haben dir die Indiegogos gefallen? Die sind doch die besten, oder? Markierung, bitte. Da. Nein, nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Reden. Wie hat's dir gefallen? Ich kann das Konzert kaum erwarten. Hey, hast du das gehört? Das Konzert in der Stadt wird garantiert ein Riesenerfolg. Ja, wenn es nicht abgesagt worden wäre. Hast du den neuen Song gehört? Ich glaube, er wird auch in der Stadt gut ankommen. Was denkst du? Klingt der neue Song der Indiegogos nicht einfach toll? Die Indiegogos haben wieder eine perfekte Performance geliefert, aber trotzdem habe ich kein gutes Gefühl. Das werde ich meiner Kritik berücksichtigen. Sind Sie nicht einfach erstaunlich? Das Konzert in der Stadt wird alles bisher Dagewesene übertreffen. Der Mundgeruch wird alles bisher Dagewesene übertreffen. Gotcha! Kopf einziehen! Mal da. Bühne ist an. Yippie! Du Lulu, was Mikau angeht. Freut mich, dich kennenzulernen. Ich bin Lulu. Bitte komm noch zu unserem Konzert in die Stadt. Na, Jabbas? Wir haben nicht warten lassen, nur noch ein Weilchen und wir spielen dir unseren heißen Sound. Yeah. Ich habe ein Meisterwerk komponiert, also gedulde dich. Und unser Mitbewohner. Wenn du willst, dann gebe ich dir nach der Probe ein Autogramm. Gern? Warum nicht? Klingt gut. So, jetzt haben wir hier alles gemacht eigentlich. Das Foto müssen wir wahrscheinlich abgeben, wenn das Konzert noch nicht gelaufen ist. Das war ein Fehler meinerseits. Konnte ich ja nicht wissen. Wie auch.
So, der hat sein Keyboard mitgenommen, wie man sieht. Hier gibt es nichts. Chappas ist jetzt dort. Also, wenn nicht irgendjemand auf dem Herzteil gesessen hat, dann dürfte wieder alles... Also dürfte ich gar nichts finden. Hier ist ein Herzteil, aber da ist ja der Händler. Kann ich das Herzteil einfach zu mir ziehen? Das wär's doch, oder? Aber ich glaube, das wäre zu leicht. Ich glaube, da sagt das Spiel, nee, du musst schon da hochgehen. Ja, guck's dir an. Das geht nicht. Oh, halt. Tagebuch? Kannst du Zora-Schrift lesen? Nein. Lulus Tagebuch. Verloren habe, zum Vorschein zu bringen. Ich glaube, das werde ich auch machen. Was Schreckliches. Miko ist losgezogen. Es wurde mir gestohlen. Das war mir peinlich. Dann hat Miko davon erfahren, ist losgezogen. Dennoch Miko, ich lehne dich an, tu nichts Voreiliges. Okay, also nichts Neues. Kein Eintrag davon, wie Miko die Welt gerettet hat. Naja, gut. Firma dankt. Wir haben noch nicht alle Feen. Wir müssen noch alle Feen finden. Na gut, ich würde sagen, ich suche die Feen mal eben. Ich weiß nicht, ob ich es mit ins Video nehme, weil das, ich muss halt nochmal in die Räume rein. Und wenn es dann weitergeht, dann geht auch das Video weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, für etwaige Likes, für alles eigentlich. Macht echt Spaß. Manchmal irre ich ein bisschen rum und es wirkt so wie, ich weiß nicht, was ich machen soll. Aber ich weiß ja, wie die Hauptstory weitergeht. Und dieses Rumirren ist eigentlich, macht mir sogar Spaß. Dieses nochmal gucken, nochmal suchen, nochmal die neuen Gegenstände anwenden. Ich hätte echt Spaß dran. Und es bleibt auch mein Lieblings-Zelda. Obwohl, wo ich geguckt habe, ich habe gemerkt, dass ich über die Hälfte der Zelda-Spiele noch gar nicht gespielt habe. Also ich bin kein Hardcore-Fan, das kann man nicht sagen. So, wie dem auch sei, dritter Tempel ist geschafft, dritter Boss ist besiegt. Nicht mein Lieblingsboss, aber gut, geschafft ist geschafft. Und wir werden als nächstes die Skulptura-Häuser machen, das ist wichtig, denn wir haben jetzt auch den Enterhaken. Und dann kommt, dann gehen wir ins vierte Gebiet, in den Canyon. Und das wird auch spaßig. Freut euch drauf. Bis dahin, danke fürs Zuschauen und tschüss, schönen Tag. Schönen Abend, gute Nacht. Bye bye, bis zur nächsten Folge in Zelda Majora's Mask.